Moin Moin! Als Beitrag für eine Hochzeitsfeier bereite ich heute ein Riesenpuzzle vor. Ich male ein großes Gemälde, zersäge es dann in 54, also 6x9 Puzzleteile und gestalte eine Transportkiste. Das Hochzeitspaar wird dieses Puzzle dann während der Feier zusammensetzen und damit Gelegenheit haben, Teamfähigkeit zu zeigen. Zu Beginn stelle ich eine große Schablone von dem Hochzeitspaar her. Dazu übernehme ich die Umrisslinien der beiden von ihrer Einladungskarte und vergrößere sie auf das Dreifache. Die Vergrößerung schneide ich in gleich große Rechtecke in DIN-Proportionen. Diese werden nochmal auf dem Kopierer auf etwa das Dreifache vergrößert und dann zusammengesetzt. So erhalte ich die Form des Paares in 1,20 Größe. Ich schneide sie aus und lasse dabei wegen der Stabilität Verbindungsstreifen stehen. Mit Hilfe dieser Schablone wird später die Paarsilhouette in das Landschaftsgemälde eingearbeitet. Aber nun zur Malerei. Ich male auf der Rückseite einer Hartfaserplatte der Größe 120 x 180 cm, die eine leicht strukturierte Oberfläche zeigt. Mit weißer Dispersionsfarbe grundiere ich die Platte und lasse sie trocknen. Ein Tiefgrund versiegelt die Oberfläche, mindert also die Saugfähigkeit. Ich zeichne eine Horizontlinie auf Höhe des goldenen Schnitts und markiere die Bildmitte. Und das sind die Farben für den Himmel mit indisch-gelb gebrochenes Weiß, gebrannte Sienna, Painted Gray, Ultramarinblau mit Weiß und Painted Gray gemischt und dann noch echt Orange. Alle Farben sind mit Wasser verdünnt. Die Sonne steht kurz über dem Horizont mittig im Bild und verbreitet diesen hellen Schein. Mit weichem Übergang schließt sich der orangene Himmelsstreifen an. Darüber zeigt sich der Himmel blau. Graue Wolken, von hinten angestrahlt, ziehen über die ganze Bildbreite vor dem Übergang von Orange nach Hellblau. Weil die Braut aus Hessen stammt, steht hier rechts eine Burgruine auf einem Berg. Sie wird sehr dekorativ von der Sonne angestrahlt. Das Meer wird erstmal in Blau angelegt und zwar nach unten hin intensiver. Das steigert die Tiefenwirkung. Hier male ich die Spiegelung der dunklen Wolken auf dem Wasser. Die Oberfläche
des Wassers ist leicht bewegt, erhält deshalb helle und dunkle Akzente. Auch der orangene Himmel spiegelt sich auf der Wasseroberfläche. Bewaldete Berge füllen die rechte Seite unterhalb der Burgruine, wie das in Hessen so ist. Das Graublau in der Ferne wird nach vorne hin immer grünlicher und wirkt dadurch optisch näher. Ich zeichne zwei Fluchtpunkte auf die Horizontlinie, nach denen ich Deich- und Strandlinien ausrichte. Strand und Deich werden sandfarben grundiert. Diese Flächen werden etwas dunkler strukturiert. Nach vorne wieder intensiver. Ich glätte die Strukturen mit einem dicken, feuchten Pinsel. Weil der Bräutigam von der Nordseeküste stammt, male ich links eine Windmühle direkt hinter den Deich. Die einzelnen Teilflächen der Mühle werden grundiert und später, je nach Licht und Schatten, heller oder dunkler lasiert.
Nun setze ich Silhouetten des Hochzeitspaares ins Bild mit Hilfe der Negativschablone. Mit einem sehr dunklen Grau male ich das Innere der Silhouetten aus und erreiche durch diesen starken Hell-Dunkel-Kontrast eine ganz besondere Stimmung im Bild. Solche starken Kontraste erleichtern übrigens auch das Zusammensetzen des Puzzles. Der Vordergrund wird auch sehr dunkel, denn auch ihn trifft kaum Sonnenlicht. Ein bisschen hessische Vegetation rechts. Ein bisschen Küstenvegetation links. Wegen des Gegenlichts setze ich abschließend helle Außenlinien auf die Silhouetten sowie auf Gräser und Blätter. Die Gemälderückseite wird nun angeschliffen und weiß gerollt. Ich markiere entlang der Kanten und durch die Mitte des Bildes 20 cm lange Abschnitte. Dann verbinde ich diese Markierungen von Hand zu einem Raster. Die Kreuzungspunkte genügen als Orientierung beim Zersägen. Ich brauche zum Aussägen der 54 Puzzleteile zwei gleich hohe Tische, die auf Lücke stehen. Diese Lücke sollte etwas breiter sein als die spontan auszusägenden Nasen der Puzzleteile. Ich nutze dafür ein sehr schmales Sägeblatt, um relativ enge Kurven sägen zu können. Um die Teile zu transportieren, gestalte ich eine entsprechende Kiste. Ich verkleinere dazu einen stabilen Karton, schneide seitlich Eingriffe zum Tragen hinein, klappe sie nach innen und grundiere den Karton außen mit Weiß. Nach dem Trocknen male ich unregelmäßige abgerundete Flächen in Rot, Orange und Magenta mit weißen Abständen dazwischen. Ein glänzender Acryllack versiegelt die Oberfläche, trocknet gut durch und fertig ist diese besondere Kiste für das Hochzeitspuzzle. Dann geht es los. Das junge Paar braucht etwa 8 Minuten, um das Puzzle zusammenzusetzen. Herzlichen Glückwunsch!
Diese gute Geschenkidee wird gerne zur Nachahmung empfohlen, denn so ein Hochzeitsfest lebt von netten Gästebeiträgen. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir ein Like und abonniere gerne meinen Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis bald in Marcis Atelier.